Hallo zusammen, dieser Film ist mal ein wenig anders. Und zwar habt ihr mir auf YouTube oder per Mail oder in Facebook verschiedene Aktien mal vorgeschlagen, die ich mir mal näher anschauen soll. Und ich habe mir gedacht, in diesem Film mache ich das jetzt mit fünf Aktien, die immer mal wieder nachgefragt wurden: Amazon, Bayer, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und LVMH. Und die gehe ich jetzt nacheinander durch. Es geht jetzt hier weniger um Optionsscheine, sondern es geht schlicht und ergreifend um eine ganz schnöde Analyse. Wo steht der Wert? Hat er Chancen? Hat er Risiken? Wie hat er sich durch die Pandemie geschlagen? Und ich fange an mit Amazon. Das ist jetzt der Wochenchart, sprich eine Kerze, eine Woche. Und man kann das hier also ziemlich gut sehen. Das war Februar letzten Jahres, dann von 2200 ein bisschen runter auf 1600, da haben also andere Aktien erheblichst mehr verloren. Und dann stieg die Rakete an. Amazon ist der klassische Krisengewinner. Und ich gehe mal zuallererst mit euch auf die Zahlen von Amazon. So, die haben wir hier. Es ist schon erstaunlich, was die verdienen. Das ist der helle Wahnsinn. Das KGV ist jetzt bei 82, kommt also dementsprechend jetzt auch mal ein bisschen runter. Klar. Dadurch, dass man zu Hause ist, lässt man sich alles Mögliche liefern. Das sieht man auch ganz einfach an solchen Werten wie Delivery Hero oder auch HelloFresh. Ich finde beide letztgenannten auch eigentlich deutlich überzogen, aber das ist eine Ansichtssache. Bei Amazon, ich persönlich, vielleicht bin ich da ein bisschen antiquiert, ich lebe so nach dem Grundsatz Support your local dealer und ich kaufe mir die Schuhe lieber in einem Schuhladen, als dass ich sie vielleicht für 3, 4, 5 € billiger über Amazon besorge. Natürlich ging das nicht immer bei der Pandemie, das ist völlig klar, aber wenn ich auch sehe, das ist also auch in meinem privaten Umfeld, wie dann die Innenstädte leer werden, weil halt die kleineren Firmen gegen so ein Amazon vom Preis und von allem her nicht mehr mithalten können. Ich mag's nicht. Amazon ist eine Krake. Aber das ist eine Ansichtssache. Wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen antiquiert. Jetzt mal rein auf den Chart. Wir gehen jetzt mal hier auf die Wochen, auf den Tag nochmal. Und da sieht es bei mir so aus, dass dieser ganze Bereich hier zwischen der 3500 und 3552 ist schon recht stark als Widerstand. Und jetzt passiert Folgendes. Ich lebe ja, also ich handle ja nach meinem 5-Punkte-Plan. Die Bänder sind aufgegangen und das der Bewegung aufwärts entgegengesetzte Band ändert die Richtung. Das ist für mich eigentlich ein Signal, dass der Wert sein Hoch gesehen hat oder zumindest, sagen wir mal so, diese Bewegung hier erstmal ein Ende findet. Waren jetzt auch in den letzten Tagen nicht so besonders. Das ist für mich grundsätzlich erstmal negativ. Ich erwarte entweder eine Seitwärtsphase oder leicht korrektiv. Das Korrektiv kann sein bis rund 20-Tage-Linie. Im Moment ist sie bei 3209, aber die steigt natürlich dementsprechend an. Muss man ein bisschen Auge behalten. Idealerweise wäre eine Korrektur hier bis zu diesen beiden Kerzen. Das wäre dann Back to Breakout. Das wären dann die 3182. Ich werde negativ sowohl über die traditionelle Sichtweise als auch über die moderne, über das MACD, das heißt der Trendfolger, der baut sich dann doch ab. Auch das zeigt mir, dass diese Bewegung hier zu Ende ist. Ich habe noch kein Verkaufssignal, stehe allerdings kurz davor. Also kurz gesagt, Amazon ist für mich eher eine Geschichte, die jetzt seitwärts, aber ich bevorzuge leicht korrektiv Richtung 20-Tage-Linie ist. Ich werde die nicht kaufen zum Short. Ist mir Amazon zu heiß, weil die springen ja da manchmal schon rum wie so ein Flummi im Kasten. Da wäre ich also auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig, aber ich sehe momentan das Potenzial, also nicht nur momentan, also auch für längere Zeit, das Potenzial als nicht besonders attraktiv. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit 50 bessere Aktien, in die ich mich eher da mal reinwuseln würde. Außerdem meine ich festgestellt zu haben, dass durch die Pandemie viele Firmen ihren Internetpräsenz oder ihren Online-Shop verbessert haben. Und ich meine, ich weiß bei manchen Firmen, zum Beispiel bei Schuhen von manchen Firmen, weiß ich, welche Größe ich habe, dass die passen und dann hole ich mir die auch da. Ich vermeide den Weg über Amazon. Aber nochmal zum dritten und letzten Mal, vielleicht bin ich da ein bisschen antiquiert, aber ich mag die Innenstädte und ich mag auch die kleinen Läden und ich mag es auch mit den Leuten zu sprechen. Ich kann mir auch die Getränke liefern lassen, aber ich hole mir die, weil ich habe so einen netten Getränkemensch, da ist immer ein Schwätz dabei und das macht mir Spaß. Ja. Also ich werde sie nicht mehr kaufen. Ich tendiere eher zu einem leichten Short, wobei man eine Basis eher hier hintersehen muss. Allerdings, also die Basis eines K.O.-Puts hier hinter, allerdings sofort schließen, wenn wir hier mit der Stundenkerze drüber sind, über der, was ist das genau, 3552.
Da muss man ein bisschen aufpassen. Nächster Wert. So, jetzt haben wir die Bayer. Ja, das ist der Wochenchart. Man sieht also hier den Trendkanal. Der ist nicht ganz so sauber gezogen, weil ich den über den Tag gezogen habe. Dann verschiebt sich das hier ein bisschen. Aber gefällt mir gut. Wir haben hier, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Wir haben diesen Trendkanal ausgefüllt, zeige ich gleich nochmal. Und wir sind bis zum 50er gelaufen, Retracement. Und jetzt schließen wir auf einem Wochenhoch und vernaschen damit 1, 2, 3, 4 vorangegangene Wochen. Gefällt mir. Von der Technik her neutral. Hat auf jeden Fall Potenzial nach oben. Und jetzt gucken wir mal auf den Tag. Der Tag. Gehe ich hier mal ein bisschen rüber. Hier sieht man also jetzt den Trendkanal. Hier ist er sauberer gezogen. Dieser Trendkanal, der wurde ja im November letzten Jahres, da hat ein YouTube-Film zu gemacht, wurde der nach unten komplett ausgeschöpft und dann ging sie eher hoch. Gleich bis zum 50er. Eine relativ gute Bewegung hier von der 40 hoch bis zur 58 war das, glaube ich, ne? 56,90 ging sie hoch. Jetzt guckt mal hier auf die Bänder, wie eng die sind. Ja, wir sind jetzt hier bei 52,50 zu 54,10. Wir schließen am Freitag oder schlossen am Freitag am oberen Band. Aber die sind sowas von eng. Ich glaube, dass diese Seitwärtsphase jetzt hier beendet ist. Wir handeln auch hier. Ich mache das mal, gucken, ob ich das ein bisschen größer. Jetzt kriegt man so ein bisschen größer hier rein. Das ist die 200-Tage-Linie. An der, oder die haben wir immer mal wieder so umschmeichelt. Und jetzt nutzen wir sie vielleicht als Sprungbrett. Ich habe ein schönes Signal über die Stochastik. Also, ich habe sie am Freitag gekauft. Das muss ich, glaube ich, in diesem Film dann auch sagen. Und zwar über einen Call, der hier bei 49,5 liegt. Und ich rechne eigentlich damit, dass sie jetzt ein bisschen Potenzial nach oben hat und durchaus hier bis an die obere Begrenzung des Trendkanals gehen kann, die zusammenfällt mit diesem Retracement hier, mit dem 61,8 Retracement von dieser ganzen Bewegung hier. Also so um die 60 rum, das trifft sich nämlich hier so bei 60,30. Da sehe ich sie eigentlich schon in den nächsten, sagen wir mal, 10, 15 Handelstagen. Das gefällt mir außerordentlich gut. Auch hier völlig neutral, ohne Signal. Da ist der Chart wichtiger. Die nächste Stufe der Zündung sollte sein bei dieser Kerze hier. Und da sind wir bei 55,34. Das ist nicht viel. Das sind lediglich 2%. Sie haben am 27.04. HV und zahlen 2 Euro Dividende. Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Aktie gekauft, der Dividende wegen. Ja, vielleicht habe ich da was verpasst. Ich mache es nicht, weil ich halte die Aktien eigentlich nie so lange. Und ich mache es ja sowieso meistens über die Derivate. Also mir gefällt die Bayer hier außerordentlich gut. Schwieriger würde es werden. Und meine Meinung ist falsch, wenn wir hier unter der 49,60 schließen. Da reicht schon eine Stundenkerze. Das wäre nicht schön. Dann würden wir sie hier unten noch mal sehen. Aber für dahin glaube ich erstmal in den nächsten 10 Handelstagen, wenn nichts Gravierendes Negatives am Markt passiert, sollte sie eher Richtung 60 anziehen. So, der nächste Wert ist die Deutsche Bank. Auch hier wieder der Wochenchart. Das hier war das Februarhoch von 2020. Das haben sie jetzt also leicht überboten. Das ist übrigens immer dieses Februarhoch bzw. das Märzhoch ist für mich immer so ein Anhaltspunkt. Es gibt da so eine ganze Reihe von Aktien, die sind da deutlich drüber. Siehe Amazon, was wir eben gesehen haben. Aber es gibt da noch einige, die haben da erheblichen Platz. Tourismusbranche zum Beispiel, Hotels, so Zeug. Das hat also noch erheblich Platz. Ich möchte nicht sagen, dass das dann das Potenzial ist, was sie ausschöpfen sollte, aber das ist mal so eine Zielmarke. Und die Werte, die da deutlich drüber gegangen sind, das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Delivery Hero oder HelloFresh, da muss man sich mal überlegen, ist es gerechtfertigt, dass die so weit drüber sind? Ja, muss man sich einfach mal die Frage stellen. Ich orientiere mich da so ein bisschen dran. Über die Woche gesehen sind sie also da dran momentan. Wir haben hier so eine Art Keil. Ich kann also hier eine Linie hochziehen, aber ich gebe ja nicht so viel auf diese vertikalen Linien. Wir sind vom MACD her ganz leicht negativ, aber wirklich nur ganz leicht. Und hier über die Stochastik bauen wir uns gerade eben komplett ab. Ich möchte mal auf den Tag gehen. Ich glaube, da sieht man es ein bisschen besser. Hier ist der Tag. Voilà. Was mir gut gefällt an Deutsche Bank, erinnert euch mal an den Zeitraum so von vor 3, 4 Jahren. Da waren die jeden Tag in der Presse mit irgendwelchen Marktmanipulationen, Verluste auf Kredite, was weiß ich was. Das war ja ein Tag schlimmer als der andere. Und deswegen kamen die auch von, ich glaube, ungefähr 100 runter dann im Laufe der letzten Jahre.
Ich höre diesbezüglich nichts mehr. Also ich möchte fast sagen, der Wert ist sauber, wenn man sowas sagen kann. Der Wert scheint mir sauber zu sein, ist enorm zusammengeschrumpft, ja. Und Investmentbanking ist auch deutlich reduziert. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wovon wird die Deutsche Bank leben? Also so in den nächsten Jahren. Und ihre Stellung, die sie mal hatte im internationalen Bankenvergleich, da ist sie also, ich weiß nicht, wie viele Ranglisten Positionen nach unten gerutscht. Ich glaube auch nicht, dass sie jemals wieder irgendwie unter die ersten Top 5 kommen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber sie scheint sauber zu sein. Das heißt, die konzentrieren sich jetzt auf ihr Kerngeschäft und das finde ich jetzt mal grundsätzlich ganz gut. Ich glaube, nachdem wir dieses Low hier gesehen haben, das war ja bei 6,70, war das überhaupt das Low? Oh, ich lüge schamlos, das war ja noch weiter drunter. Das war bei 4, oh je, 4,45, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Das war diese Geschichte vom März letzten Jahres. Und jetzt hat sie einen ordentlichen Schub hier gemacht. Was ist das hier? Jetzt hat sie einen ordentlichen Schub hier gemacht. Und ich halte sie für insgesamt sehr stabil. Sie hat hier mal einen Widerstand gehabt, ist davon abgeprallt, wieder runter auf die 8,5 gegangen, nochmal die 10 gesehen, wieder abgeprallt, sogar das hier leicht unterboten und ist dann mal sogar über die 11 gegangen in letzter Zeit. Die Banken sind natürlich international ein bisschen, sagen wir mal, fragil, zerbrechlich. Das hat man neulich gesehen bei dem Fonds, der da pleite ging. Da wurden alle Banken unisono weltweit abgestraft. Sie hätten ja vielleicht irgendwo irgendwas mit diesem Shortfonds zu tun gehabt haben können. Manche mehr, Credit Suisse zum Beispiel, manche weniger, Deutsche Bank zum Beispiel. Ja, aber die werden dann erstmal alle in einen Topf geschmissen und Hauptsache erstmal draufhauen. Ich finde, die Deutsche Bank macht es hier eigentlich recht gut. Ich gewinne mehr und mehr Vertrauen hier rein. Wir werden ganz leicht positiv über den Trendfolger. Wir sind neutral über den Oszillator. Eine richtige Zündung gibt es bei mir erst über 11,30. Aber solange dieser Hammer hier und der hat einen Boden bei 9,81. Solange der nicht unterboten ist, finde ich die eigentlich grundsätzlich eher geneigt, in Richtung 13, 14, 15 zu gehen, als dass sie nochmal die 200-Tage-Linie testen. Man muss damit rechnen, dass sie immer nochmal so einen kleinen Umweg hier macht über die 9,50. Das kann sein, aber das ist für mich kein Short mehr. Ich glaube, dass die hier insgesamt ganz gut hält. Hier ist auch so eine Geschichte. Es ist nicht nur, dass es hier ein Hammer ist, sondern wir sind außerhalb des Bandes und wieder reingesprungen. Dadurch entsteht der Hammer. Das finde ich positiv. Und sie hat eins gemacht. Das hier war ein Ausbruchsniveau da. Und dann sind sie dann hochgegangen von der 10 auf die 11,30. Und dann haben sie einfach diesen Ausbruch nochmal bestätigt. Sind einfach nochmal back to breakout gegangen. Sowas, wenn man sowas im Chart sieht, eröffnet es eher Potenzial denn Risiko. Also ich mag die Deutsche Bank und ich rechne eigentlich eher damit, auch wenn sie, man hat sie Dividende, das ist irgendwann im Mai, ich glaube am 27. Mai, sie zahlt nichts. Und das wundert mich ein bisschen. Soweit ich mich erinnere, gibt es irgendwo eine Regel für die DAX-Werte, dass die mindestens einen Cent zahlen müssen. Das bringt euch jetzt nicht viel, aber ich meine, die müssen irgendwo irgendwas zahlen. Aber ich kann mich da auch täuschen oder vielleicht hat sich auch die Regel geändert. Also mein Wissensstand ist da so von 2007, 8, 9 irgendwo da. Da habe ich diese Regel mal gehört. Also ich mag die hier. Ich sehe da keinen Grund, die großartig short zu gehen. Ich bin eher bereit, sie in den Bereich von 9 zu nehmen. Allerdings dann mit einem Schein, damit ich ein bisschen ruhiger schlafen kann, der unterhalb der 200-Tage-Linie liegt. Das ist so bei diesem momentan bei 800, bei 8, 86 steigt weiter leicht an. Ich würde mir eine Basis hier suchen, dann kann ich auch mal eine Woche in Urlaub gehen, ohne dass ich mir da irgendwie großartige Sorgen machen muss. Das ist auch ein Zehnerhebel. Reicht völlig. So, auf zum nächsten Wert. Jetzt hier bei der Deutschen Telekom. Das ist auch wieder der Wochenchart. Eigentlich ein toter Wert, muss man wirklich sagen. Lebt von der Dividende, das waren jetzt auch 60 Cent. Wenn ich mir das hier anschaue, wie die also hier seitwärts hin und her gehen, da muss man echt froh sein, wenn man so eine Bewegung mal nach unten mitmacht oder vielleicht eine nach oben hoch oder wie wir es neulich hatten, wo sie schlagartig da drüber ging. Ja, sobald irgendwas von Amerika rüberkommt, irgendwas mit Sprint oder so, dann ist das natürlich, dann ist die Aktie da sehr empfänglich für, vor allem wenn es positive Nachrichten sind, aber auch leider, wenn es mal negative sind, aber Sprint sieht ja eigentlich ganz gut aus. Von der Wochentechnik her ist sie noch leicht negativ. Hier über das MACD, auch hier über die Stochastik, frisches Verkaufssignal. Wir schließen die Woche in der Nähe des Wochentiefs, in der Nähe, sage ich ganz bewusst so. Aber das ist so interessant, weil der Wochenchart sieht anders aus als der Tageschart. Vom Tageschart her. Diese Linie hier, die muss ich mal einzeichnen, das ist diese.
Da sind wir drüber. Und dann ging die ratzfatz hoch von dem, was waren denn das hier? 15,40 hoch auf die 17, was ist 30? Ja, genau, 17,35. Was sie jetzt machen, ist, dass sie sich nochmal anschicken, auf diese 15,40 zu gehen. Das kann durchaus passieren. Aber ich glaube, das ist zu offensichtlich. Da nochmal drauf, das wären jetzt von hier aus dann nochmal 70 Cent, fast 80 Cent runter. Ich glaube, die Telekom hat über den Tag hinaus einen schönen Boden gebildet. Was mir gefällt, ist hier unten, dass die Stochastik jetzt schon wieder leicht anfängt zu drehen. Das MACD auch. Also mir fehlt noch ein positiver Tag, dann bekomme ich hier das bestätigte Kaufsignal und dann wird auch hier der Oszillator noch besser sein. Ich möchte sie tendenziell nicht mehr short gehen. Ich glaube, die hat über längere Zeit diese ganze Basis hier. Und da sind wir bei 14,50 als Unterstützung gefunden. Tendenziell meine ich auch hier grundsätzlich mehr Potenzial als Risiko. Ich habe überhaupt kein Problem mir vorzustellen, dass die innerhalb der nächsten 3 Monate mal auf 20 gehen. Habe ich wirklich gar kein Problem mit. Finde ich eigentlich so, wie sie sind, ganz gut. Da war noch eins. Und zwar hier die Fibos. Von dieser Bewegung, die wir hatten, von 14,5 hoch bis zur 17,40, haben wir ziemlich genau mit diesem Hammer aufgesetzt auf das 50er Retracement. Das mag ich. Und auch hier praktisch wie bei der Deutschen Bank, wir haben hier einen Hammer gemacht, aus dem Band raus, ins Band rein, schöne lange Lunte. Sowas sehe ich gern, sowas mag ich. Da merkt man so richtig so, hier bei der Dividendenzahlung, so, oh, ich habe sie hier gekauft oder von mir aus auch hier, jetzt gehen die schon wieder runter. Völlige Frustverkäufe und dann klettert es wieder da rein ins Band. Das mag ich gern. Also mir gefällt das. Erstes Ziel ist 1661, aber ich denke, die beschäftigen sich noch in diesem Jahr mit einer 2 als erster Ziffer. Schauen wir den nächsten Wert. So, kommen wir zum nächsten Wert. Das ist LVMH. Riesenaktie. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Magen die unter sich haben. Bernard Arnault führt das Unternehmen wie ein Patriarch. Erinnert mich ein bisschen an Ferdinand Pirch, aber Arnault soll freundlicher sein. Das kann ich aber nicht beurteilen. Der hat fantastische Manager. Es ist unglaublich, ja. Und ich weiß nicht, ob er das ist, der den Geschmack hat. Der trifft einfach den Geschmack der Leute. Und es sind halt Luxusgüter. Und so wie ich das also mitbekomme, jetzt hier seit der Pandemie, ist es so, dass die Mittelschicht ein bisschen schwächer wird, aber dafür die Oberschicht erheblich stärker. Und die kaufen sich dann halt nicht eine, sondern 3 Taschen die Woche oder gehen in irgendeinen Schmuckladen. Ich finde, da muss ich mal hier auf die grundsätzliche Bewertung gehen. Sie sind zu hoch. Die haben also ein KGV von rund 68. Das ist ja kein Chipwert. Ja, die bohren auch nicht nach Gold oder sowas oder Öl oder wie auch immer. Ich finde, auch diese Akzeleration, die man jetzt hier sieht, die geht jetzt zu schnell. Aber es gibt kein Verkaufssignal. Ganz klare Ansage. Die Bänder gehen auf, beide Seiten. Bevor ich da einen Short anfangen sollte, da kann die Aktie irgendwo hier sein, bei 40, 650, 700. Das Band muss drehen. Dass ich dann meine Einstiegschance finde, es wäre falsch, den Wert jetzt zu fixen. Also sehe ich finde ihn zu hoch, ja, aber der kann dementsprechend noch weitergehen. Soweit ich weiß, sind 52% im Free Float. Und ja, wir sind technisch sehr hoch, sei das über das MACD, aber wir sind auch auf dem All-Time-High, das ist völlig gerechtfertigt. Der Oszillator gilt auch als heftigst überkauft. Wir sind jetzt hier bei 98, das ist schon ein absoluter Extremwert. Aber ich wüsste jetzt keinen Grund, warum die jetzt deutlicher fallen sollten. Unterstützung habe ich vom Chart ja schon hier so in diesem Bereich von 570. Das sind lediglich 60 €. Das ist nicht viel. Das können die mal 3, 4 Tagen machen. Sie haben eine Mini-Dividende gezahlt. Die wird also nächste Woche abgeschlagen. Insgesamt 6 €. 2 wurden schon im Dezember gezahlt. So eine Zwischendividende. Finde ich absolut lächerlich. Also 6 € ist wirklich wenig. Aber wenn man allein gesehen hat, wie die am Freitag hochgezogen sind, oder schaut euch allein mal den CAC 40 an, wie der dann da gestiegen ist mit verschiedenen anderen Werten. Auch noch die Luxusgüterindustrie, die läuft. Ja, bumm aus. Und da ist ein 68er KGV, finde ich zu viel. Ein 30er wird es auch tun. Aber ich sehe keinen Grund, warum man jetzt hier irgendwie short gehen sollte. Wenn ich das hier mal länger mache, komm, ich mache mal auf die Woche, dann sieht man, wie sich der Wert hier, das war das Februarhoch letzten Jahres, ja, bei 439. Da sind sie natürlich auch deutlich herunter, haben dann da immer wieder rumgezuppelt und hier war dann der Startschuss. Das ist Trendfolge.
Ja, das ist Trendhandel. Da gingen sie drüber und dann wurden sie nicht mehr gesehen. Einer, der hier gekauft haben sollte, sollte sich meines Erachtens nach einen Stop suchen, der hier drunter liegt. Unter dieser Kerze, da sind wir bei 518. Aber das ist so weit weg. Also da wird sich jeder ärgern, der hier gekauft hat, hier oben gesehen hat und dann hier unten rausgestoppt wird. Das ist nicht so einfach. Aber ich sehe keinen Grund, hier irgendwie zu denken, dass der Wert nennenswert nach unten kommt, außer dass man vielleicht sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen arg, ein bisschen schnell gestiegen. Man sieht auch hier, der Wert hat überhaupt keine Chance gehabt, mal zum Ausatmen. Ja, und die braucht er auch mal, weil sonst gilt sowas nach meinen Kriterien nicht als gesunde Aufwärtsbewegung. Aber solange die Bänder so aufgehen und solange das der Bewegung entgegengesetzte Band nicht hier dreht nach oben, ist ein Short vergebene Liebesmüh. So, ihr Lieben, das war es jetzt eigentlich. Das waren jetzt mal 5 Werte. Also ich habe kein Problem damit, das ab und zu mal zu machen. Ich habe jetzt hier nicht nennenswert über K.O.-Scheine, Optionsscheine, Derivate allgemein gesprochen. Das war jetzt nur mal eine völlig neutrale Einschätzung dessen, was ihr euch da gewünscht habt. Können wir gerne alle 4, 6 Wochen mal machen. Ist kein Problem, sammle ich mir dann und dann mache ich so einen Film wie jetzt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Happy Trading, fette Beute. Bye, bye.